Servus und willkommen zu einem neuen Video, wobei wir mittlerweile auch schon sagen könnten, ciao a tutti, buongiorno und ja, servus, herzlich willkommen hier aus entsprechend den Prosecco Hills bzw. dem Weingut Borgolucci. Ich bin schon wieder in Italien, ja, man könnte fast denken, ich baue mir einen Zweitwohnsitz auf, wobei da würde ich auch nicht meckern. Und warum stehe ich eigentlich hier? Naja, ich stehe in erster Instanz hier nicht nur auf dem Weingut, sondern im Start- und hoffentlich, glaube ich, auch Zielbereich vom Prosecco Hills Nova Eroica. Die Eroica-Serie bzw. die Eroica-Cafés habt ihr sicherlich schon mal bei mir gesehen, entweder in den Videos oder auf Instagram. Die heldenhafte Eroica bezieht sich eigentlich auf Vintage- und Stahlrahmen-Bikes. Da fährt man quasi in klassischen Baumwolltrikots mit alten Vintage-Bikes. Und Nova Eroica entsprechen die neuen Helden. Gravel. Genau, und hier Prosecco Hills, hier wachsen die Trauben, die man entsprechend dann für Prosecco verwerten kann. Entschuldigt, falls ihr Sommelier seid und das nicht ganz korrekt ist, ich bin eher der Negroni- und Whisky-Afficionado. Und Borgolucci produziert Superiore Prosecco, also den sehr, sehr guten. Und die Prosecco Hills sind quasi nicht nur Prosecco, die Traube, sondern entsprechend auch die Hills. Und was bedeutet Hills? Na, am Ende des Tages können viele kleine Hügel auch so wehtun wie ein großer Berg. Heißt in Zahlen, am Sonntag erwarten mich 120 Kilometer und voraussichtlich knapp 2.500 Höhenmeter. Ist nämlich die lange Strecke, die ich mir ausgesucht habe. Hat was damit zu tun, was ich dieses Jahr noch vor. Hätte aber vielleicht auch ein bisschen mehr trainieren sollen. Was ich aber gemacht habe diese Woche, war nochmal ein Bike-Fitting mit meinem Standard-Bike, mit dem Gravel-Bike. Hierbei danke an Highsize und speziell an Dominik fürs Fitting. Falls ihr noch nichts zu Fitting wisst oder euch darüber informieren wollt, hier irgendwo findet ihr ein Video. Und ja, gerade ist hier noch eher die Ruhe, vielleicht vor dem Sturm. Also einerseits geht hier am Samstag wegen Programm und Sonntag noch definitiv die Post ab. Aber vielleicht ist auch wirklich Sturm. Es soll nämlich am Sonntag, wenn das Rennen stattfindet, bescheideneres Wetter werden. Ja, dann ist zwar nicht ganz so staubig wie bei einer Strade Bianchi, aber vielleicht auch nicht ganz so angenehm. Schauen wir mal. In diesem Sinne, damit ist eigentlich alles gesagt. Ich hoffe, wir sehen uns Sonntag im Finisher-Bereich. Und ciao a tutti. Viel Spaß. Gerade am Fuß von meiner Unterkunft und da hinten seht ihr auch Prosecco-Berge. Hierbei schöne Grüße an die Tenuta Sant'Eufemia. Falls ihr auch mal in der Region seid, ich verlinke es hier unten. Schaut gerne mal vorbei. Ein Prosecco ist sehr, sehr lecker. Hab mir eine Flasche mit nach Hause mitgenommen. Und ja,
Prosecco war auch das Motto des gestrigen Tages und vor allen Dingen die Hills. Ich muss sagen, es war, glaube ich, das persönlich anstrengendste, was ich bis dato in meinem Leben gemacht habe. Sollte vielleicht einfach mehr trainieren. Dazu kommen wir, oder? Und ja, kleiner Recap. Also, laut meinem Hammerhead Karoo waren es knapp 19 Anstiege und dementsprechend sagt das auch schon, warum es für mich persönlich anstrengender war als zum Beispiel ein Stelvio. Ein Stelvio ist halt quasi eine große Rampe, salopp gesagt, und gestern, das waren halt ja, 19 Anstiege, höchster Punkt 420 Höhenmeter und über Null. Ich glaube 60 war das tiefste oder so. Ja, also quasi in 19 Anstiegen 2600 Höhenmeter zusammengeschraubt. Ist ein gutes Intervalltraining und tut halt entsprechend auch irgendwann intervallig weh. Gegen so einen Local-Italiener hast du halt nicht so viel Chance, muss ich sagen. Der kann so alt sein, wie er will. Der steht halt auf, der geht aus der Tür und der steht halt hier in den Prosecco-Bergen. Ich fahre halt 50 Kilometer zum Tegernsee und kann dann einmal quasi so Bergintervalle üben, übertrieben gesagt. Aber ja, das war ein sehr, sehr gutes Training. Und vor dem Hintergrund Rennkalender, ich glaube, Kamera wird schwer, ich glaube, dass ich die drei Länder Giro auch skippen werde. Hätte mich eigentlich sehr darauf gefreut, jetzt nachdem es zweimal verschoben wurde, das, den Stelvio als Rennmodus nochmal zu machen. Aber es ist eine Woche vor Octopus Gravel und Octopus ist mir, glaube ich, wichtiger als was ich schon kenne, auch wenn ich den Stelvio großartig finde. Und werde, glaube ich, dann einfach nochmal Salzkammergut Trophy machen in Obertauern. Sind zwar nur 66 Kilometer Gravel, aber auch so schweres Mixed Terrain mit eventuell Schiebepassagen, also ein besseres Training. Und habe dann noch ein bisschen Zeit und das ist, glaube ich, sinnvoller. Und ja, gestern auf jeden Fall gut was gelernt und war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein gutes Training für Jeroboam, Dolomiten. Und auch wenn es gestern eine Trainingseinheit war, war es ein großartiges Rennen, an dem ich alles gegeben habe. Hatte diverse Male Krämpfe, die ich mir glücklicherweise rausfahren konnte. Und einmal musste ich schieben. So, war nicht der einzige an der Passage, bricht mir jetzt auch kein Zacken aus der Krone. Aber ja, einmal musste ich schieben. Lernt man auch immer wieder dazu. Ich habe knapp 6 Stunden 44 gebraucht, also ich habe nicht auf Pause gedrückt, deswegen war das die Gesamtzeit und habe in der Zeit knapp 700 Gramm Kohlenhydrate, ich rechne es hier einmal kurz aus als Tabelle, zu mir genommen. Ja, damit bin ich auch relativ glücklich, dass ich das reinschieben konnte, wortwörtlich, weil irgendwann hast du keine Lust mehr auf Gels und Riegel und ja, natürlich hätte ich gerne auch Prosecco getrunken an so einer Verpflegungsstation. Aber ich wollte das Rennen auch irgendwie überleben und in einer guten Zeit. Deswegen bin ich da relativ glücklich. Keine Ahnung, was die Leistung wert ist. Also ich weiß, dass ich jetzt all out gegangen bin, aber es gibt keine Vergleichstabelle bis dato. Vielleicht, bis ich das Video geschnitten habe, gibt es eine. Aber ja, bin angekommen, bin damit glücklich und das ist das, was zählt. Das war ein großartiges Rennen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Top-Veranstaltung, super Event-Location, ideale Verpflegungsstationen und ein Top-Track, so anspruchsvoll er auch war, so schön. Ich glaube, das hat mich diverse Male gerettet, weil ich einfach gar keine Lust mehr hatte. Deswegen top. Also falls ihr die Möglichkeit habt, an einer Nova Eroica teilzunehmen, ich kann es nur empfehlen. Zum Setup. 650B Erics Laufradsatz war die richtige Entscheidung für die Gravel-Passagen. Super glücklich damit gewesen. Gar keine Probleme, keine Durchschläge. Toi, toi, toi. Keinen Platten und nix. Hatten sehr, sehr viele Leute Mechanical Issues. Und ja, auf der Straße, viele waren zum Beispiel mit dem Bianchi Impulso Allroad unterwegs. Also der Eroica Club hat irgendwie auch eine Partnerschaft mit Bianchi. Und dann macht es natürlich Sinn. Und das ist halt ein Allroad-Bike mit breiten Reifen, aber einer Rennradschaltung. Und da bist du dann halt mit 700C und Rennradschaltung auf den Straßenstücken ein bisschen schneller. Dafür war ich dann halt im Gravel-Bereich schneller als die Jungs. Muss man am Ende des Tages halt abwiegen. Und ich muss vielleicht einfach noch mehr trainieren. Aber ja, dafür habe ich jetzt Zeit ein bisschen. Und ja, dementsprechend super glücklich mit dem Setup. Hierbei nochmal danke an Erics für das Vertrauen und auch die Zusammenarbeit. Und sollte ich es dieses Jahr schaffen, vielleicht sowas wie Fiorino Matt oder sowas zu fahren, dann denke ich, würde ich mal zum 700C auch im Rennbereich greifen und dafür mir noch ein paar Mark zur Seite legen, dass ich mir den dann noch gönnen kann. Ja, bin ein bisschen glücklich, bin ein bisschen wasted. Jetzt fahre ich noch nach Hause ein paar Stunden. Eventuell nehme ich die Scenic Route durch Contida in Pezzo oder aber ich mache Autostrada und Autogrill. Was auch jetzt nicht so schlimm ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch die Prosecco Hills ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, Tenuto Santa Eufemia. Ich fand es großartig hier. Schaut gerne vorbei. Und ja, schaut auch gerne auf diesem Kanal demnächst wieder vorbei. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. In diesem Sinne, merci, servus, euer Flo.